Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag, wo wir die Ergebnisse zum Arbeitspaket 5 kognitive Assistenzsysteme kurz zusammenfassen möchten. Das war eine interessante Projektdurchführung, wo wir sehr starke Partner dabei hatten. Die Uni Bielefeld war auch im Arbeitspaket 5 involviert. Die Kollegen von Fraunhofer IEM, IOSBN, INA und inklusive IG Metall und unsere Partner, die insbesondere beim Pilotprojekt uns sehr stark unterstützt haben, Weidmüller und das Felix-Fechenbacher Berufskolleg. Mit dieser allgemeinen Einführung möchte ich in das eigentliche Thema einsteigen, und zwar mit der Motivation erstmal beginnen. Was ist überhaupt ein kognitives Assistenzsystem? Ein kognitives Assistenzsystem ist im Grunde ein Hilfssystem, ein Hilfswerk, mit dem wir versuchen, kognitiv anstrengende oder komplexe Aufgaben zu lösen. Deshalb lautet auch die Forschungsfrage, mit der wir uns im Arbeitspaket 5 befasst haben: Wie können insbesondere Augmented und Virtual Reality-basierte Assistenzsysteme zur Unterstützung kognitiver Aufgaben gestaltet werden? Und für diejenigen, die sich mit Augmented und Virtual Reality nicht so gut auskennen, vielleicht eine kurze Einführung. Also Virtual Reality bedeutet, dass man ein Head-Mounted Display aufsetzt und sich in eine virtuelle Umgebung begibt. Und in dieser virtuellen Umgebung kann man tatsächlich durch eine computergenerierte virtuelle Umgebung komplexe Dinge erklären lassen und die interaktiv erleben. Augmented Reality hingegen bedeutet eben, dass man die Realität durch digitale Informationen, digitale Overlay-Informationen erweitert. Und unten auf der Folie sieht man jetzt zwei Beispiele. Links sieht man eine Nutzung von Augmented Reality zum Erlernen und Durchführen von komplexen Wartungsszenarien in der Industrie. Da wird quasi jetzt so ein Handheld-AR-Device genutzt, um eine komplexe Maschine zu warten. Also da werden digitale Overlay-Informationen auf der Maschine angezeigt, also Temperaturdaten, welche Teile jetzt defekt sind und wie man die Teile sozusagen ersetzen oder ausmontieren könnte und das neue korrekte Teil sozusagen einbauen könnte. Das würde dann schrittweise erklärt werden und der Endnutzer würde dazu angeleitet werden. Rechts auf der Seite sieht man jetzt ein Beispiel von Virtual Reality, wo VR eben zum Erlernen von komplexen Kommissionierungsprozessen in der Lagerverwaltung genutzt wird. Also das ist jetzt eine komplett virtuelle Umgebung und dort wird quasi so ein Kommissionierungsprozess, also typischer Pick-and-Order-Prozess, ein LKW kommt an und die Waren müssen im Lagerhaus an die richtige Stelle sozusagen gebracht werden. Das kann in der virtuellen Welt komplett interaktiv erlernt werden. Die Hauptfrage, womit wir uns beschäftigt haben, ist: Wie können eben diese AR- und VR-basierten Assistenzsysteme genutzt werden, um die klassischen Schulungen eventuell zu ersetzen? Also man hat ja heutzutage diese klassischen Schulungen, wenn man Mitarbeiter schulen möchte. Es steht jemand vorne, man macht wirklich Frontalunterricht, und dann wird schrittweise erklärt, was Sache ist. Und das ist schön und gut, hat sich vielleicht auch bewährt in den letzten Jahrhunderten. Aber jetzt stellen wir uns die Frage: Wie können wir AR, VR-basierte Assistenzsysteme nutzen? Also die Schulungsteilnehmer kriegen eine Datenbrille aufgesetzt, vielleicht eine VR-Brille oder eine AR-Brille, und kriegen quasi von der schlauen Brille erklärt, wie die Aufgabe zu erlernen ist, wie eine komplexe Aufgabe erlernt werden kann. Und das war im Grunde die wichtigste Forschungsfrage, die wir uns gestellt haben: Können überhaupt solche Datenbrillen Menschen, also Azubis, neue Mitarbeiter, dazu befähigen, komplexe Aufgaben zu erlernen? Genau, damit können wir auch zur nächsten Folie kommen. Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns im ersten Jahr des Projekts erstmal mit der Ermittlung des Bedarfs, mit dem Mehrwert und der Relevanz von kognitiven Assistenzsystemen im unternehmerischen Einsatz beschäftigt. Also in welchen Domänen, in welchen Einsatzbereichen könnten überhaupt kognitive Assistenzsysteme eingesetzt werden? Und durch die Konstellation der Partner, die wir auch im Projektverbund hatten, sind wir dann relativ schnell auf die Idee gekommen: Wie wäre es denn, wenn wir AR, VR-Assistenzsysteme eigentlich in der beruflichen Bildung mal einsetzen würden und das evaluieren würden? Und dadurch ist im Grunde auch unser Pilotprojekt Digitalisierung in der beruflichen Bildung entstanden, das in drei unterschiedliche Teilprojekte gegliedert war. Im Teilprojekt 1, in Kooperation mit der Firma Weidmüller,
haben wir uns mit der Evaluation von AR in der beruflichen Bildung beschäftigt. Da geht es im Grunde um die Kabelkonfektionierung, was ein relativ komplexer Prozess ist. Dafür gibt es, bei Weidmüller wird dafür ein Wire Processing Center eingesetzt, wo man das Krimpen von Kabeln und die Anbindung von den Steckern an die Kabel etc. komplett automatisiert durchführen kann. Und die Fragestellung, die wir hatten, war, wie kann man die Nutzung des Wire Processing Centers am besten den Mitarbeitern beibringen? Ja? Und da haben wir entsprechende Evaluation durchgeführt, zu der ich gleich näher kommen werde auf der nächsten Folie. Aber ich werde kurz erstmal noch zu den anderen Teilprojekten was erzählen. Im Teilprojekt 2 haben wir uns mit AR-Informationen an der Industrie 4.0 Bildungsanlage beschäftigt. Da wurde im Grunde eine Cross-Plattform-AR-Anwendung implementiert mit unseren Projektpartnern, die sowohl auf Android-Geräten als auch auf Apple-Geräten laufen kann, die eben einem schrittweise erklären kann, zum Beispiel, ein komplexer Industriebildungsanlage sozusagen genutzt werden kann, wie die zum Beispiel repariert werden kann oder wo unterschiedliche Teile ausgebaut werden können. Da werden schrittweise Anleitungen in Augmented Reality bereitgestellt, dass die Endnutzer da möglichst mit viel Hilfe dann die Aufgabe relativ einfach und effizient erledigen können. Im Teilprojekt 3 schließlich haben wir dann auch in Kooperation mit dem Felix Fechenbacher Berufskolleg uns mit dem Thema VR-Lernumgebung für Montagetätigkeiten beschäftigt, wo unsere Kollegen vom Fraunhofer IEM eine VR-Lernumgebung genau für diese Tätigkeiten, nämlich wie man Montageaktivitäten erlernen kann, erstellt. Und das ist auch sehr, sehr cool, weil man da wirklich interaktiv diverse komplexe Montagetätigkeiten erproben kann und erlernen kann, wie die sozusagen richtig durchgeführt werden sollten. Damit können wir auch zur nächsten Folie. Ich möchte nämlich kurz erläutern, was wir im zweiten Projektjahr gemacht haben. Da haben wir uns nämlich verstärkt mit der Evaluation der implementierten VR- und AR-basierten kognitiven Assistenzsysteme beschäftigt. Aus zeitlichen Gründen werde ich nur auf die Teilprojekte 1 und Teilprojekt 3 eingehen. Bei dem ersten Teilprojekt, hatte ich ja schon erwähnt, ging es um die Fragestellung, lernen Mitarbeiter den Prozess der Kabelkonfektionierung besser, wenn die Lerninhalte mit einer AR-Brille präsentiert werden, statt mit einem Tablet? Und da haben wir im Grunde zwei Gruppen gehabt. Eine Lerngruppe hat das Ganze dann auf dem Tablet mit den Lernvideos erprobt, wie das Wire Processing Center zu nutzen ist. Und die andere Gruppe hatte quasi die Lernvideos auf der Augmented Reality Brille zur Verfügung gestellt bekommen. Die Konzipierung der Lernvideos wurde von der Uni Bielefeld und von Weidmüller gemeinsam erstellt und durchgeführt. Und wir konnten dann bei der Evaluation beobachten, dass die Azubis, dass es keinen Unterschied machte, ob es für den Lernerfolg eher ein Lernvideo auf dem Tablet gezeigt wird oder ob die HoloLens genutzt wird dafür. Dabei ist anzumerken, dass auf der HoloLens in unserem Fall das ein und selbe Lernvideo gezeigt wurde wie auf dem Tablet. Insofern wurden inhärente Eigenschaften, Vorteile von AR, sowas wie Objekterkennung, gezielt Overlay-Informationen an der Stelle gerade zu zeigen, wo es benötigt wird, wurde nicht explizit genutzt. Und unsere Beobachtung ist daher, dass man noch eine stärkere Verbesserung erzielen kann bei der AR-Lösung, wenn eben diese Features noch weiter ausgebaut werden. Bei dem Teilprojekt 3 hatten wir im Grunde auch eine Evaluation mit einer Schülergruppe beim Felix Fechenbacher Berufskolleg durchgeführt. Und dort gab es die Erkenntnis, dass die VR-Anwendung wesentlich ansprechender und einfacher bezüglich der Bedienung wahrgenommen wurde als die papierbasierten Lerndokumente. Die papierbasierten Dokumente waren einfach zu langweilig. Die Kontextinformationen haben gerade gefehlt. Man musste ständig zwischen dem Erlernten und zwischen den Papierdokumenten wechseln. Und das war in der VR-Lernumgebung einfach spielerisch, cool und einfach hip für die Schüler, dass sie damit einfach besser klargekommen sind und dass das zum besseren Lernerfolg geführt hat. Genau, damit können wir auch zur nächsten Folie kommen. Unsere Beobachtung allgemein ist, dass AR- und VR-basierte Assistenzsysteme das Erlernen von komplexen Prozessen und Interaktionen durch eine interaktive und spielerische Art und Weise ermöglichen. Also, dass es auch einen Spaßfaktor mit im Spiel gibt,
dass man relativ komplexe Prozesse, die einfach langweilig sind, repetitiv sind, durch diese Art und Weise, also durch diese modernen Interaktionstechnologien von AR und VR, eben gezielt mit einem gewissen Spaßfaktor rüberbringen kann und dadurch halt auch sage ich mal, Zielgruppen, die vielleicht mit dem Thema vielleicht am Anfang nicht so motiviert waren, zum Erlernen bringen kann. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass AR- und VR-basierte Assistenzsysteme, insbesondere die Erstellung und die Etablierung von solchen Systemen, zusätzliches Know-how benötigen. Also zum einen technologisches Know-how, man muss AR, VR-Programmierung können, also vertraut sein mit Unity, 3D-Programmierung etc. Und auch eine gute Integration muss eben angestrebt werden in die bestehende Systemlandschaft. Also man kann nicht von null auf, also von heute auf morgen einfach sagen, ja, wir führen jetzt einfach AR und VR bei uns im Betrieb ein. Wir wollen jetzt unsere Kommissionierungsprozesse ja, auf der HTC Vive erlernen lassen. Das geht nicht so einfach. Da muss man dann gewisse Vorschritte einfach erledigen, eine gewisse Vorarbeit erledigen. Und damit können wir auch auf die nächste Folie springen. Genau. Die ersten Punkte habe ich schon gesagt, möchte ich nicht nochmal wiederholen. Ich möchte eher auf den zweiten Punkt gehen, wie wir Sie in der betrieblichen Praxis unterstützen können. Wir können Sie dabei unterstützen, eben gerade die Einsatzmöglichkeiten von kognitiven Assistenzsystemen systematisch zu analysieren, die Requirements zu identifizieren und eben eine Erprobung oder Einführung von AR-VR-basierten Assistenzsystemen zu unterstützen. Sowohl technologischer Hinsicht als auch organisatorischer Hinsicht können wir Sie dabei unterstützen, AR- und VR-basierte Assistenzsysteme bei Ihnen im Betrieb einzuführen. Wir können Sie auch dabei unterstützen, wenn Sie existierende AR-VR-basierte Assistenzsysteme oder Anwendungen haben, diese hinsichtlich der Usability zu evaluieren. Da haben wir jetzt auch durch das AWARE-Projekt eine gewisse Expertise aufbauen können, dadurch, dass wir unterschiedliche Usability-Evaluationen eben durchgeführt haben. Wie wollen wir das Thema zukünftig gestalten? Also wir arbeiten weiterhin, setzen unsere Forschungsaktivitäten im Bereich AR, VR fort. Es gibt sehr unterschiedliche, interessante Einsatzszenarien, wo man AR, VR einsetzen kann. Das ist ein sehr breites Spektrum, geht von Robotik los bis hin zu Medizin und diversen anderen Bereichen. Wir haben einige Ausschnitte jetzt auch in dem Vortrag gesehen. Wir wollen auf jeden Fall dort unsere Forschungsaktivitäten weiter vertiefen, neue Erkenntnisse weiter sozusagen ermöglichen, diese auch weiterhin in die Industrie, an unsere Industriepartner sozusagen transferieren. Wenn Sie in dem Kontext Interesse haben, dann möchte ich Sie gerne zur Zukunftsmeile 2 einladen, wo wir gerade umziehen. Dort haben wir nämlich auch ein AR-VR-Labor, wo wir diverse Exponate, also AR-VR-Demos, die ich jetzt heute ganz kurz angerissen habe in dem Vortrag, die wir auch interaktiv ausstellen. Dort haben Sie die Gelegenheit, einfach mal so ein HTC Vive, also so ein VR-Headset zum Beispiel mal aufzusetzen oder die HoloLens 2 mal aufzusetzen und die genannten sozusagen Exponate mal interaktiv zu erleben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit sind wir auch schon auf der letzten Folie. Mein Name wurde ja von Klaus schon genannt, Enes Yiğitbaş. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am SICP. Die Kontaktdaten sind hinterlegt. Meine Kollegen, die mich im Arbeitspaket 5 unterstützt haben, sehr stark, sind Florian Dick vom Fraunhofer IEM, Sascha Martinez vom Fraunhofer IUSB in INA, Lisa Masiutin von der Uni Bielefeld, Fabian Österhaus und Dr. Niggermann von der Firma Weidmüller. Und die Kollegen Elmar Rosa und Wolfgang Wildem vom Felix-Fechenbacher Berufskolleg. Damit möchte ich ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und bin natürlich offen für Fragen. Und aber auch, wenn Sie Interesse haben, Folgeprojekte zu machen oder Interesse zu einem Thema haben, sprechen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mich an. Ja, ganz herzlichen Dank dir auch nochmal. Ich gehe nochmal eine Folie zurück, dann kann man sich noch die Kontaktdaten aufrufen. Also es ist natürlich so, wir machen hier einen totalen Kniesprint. Ne? Wir komprimieren sozusagen 24 Monate Projektarbeit in Projekten, über die man alleine ein Webinar machen könnte, auch mit der Dichte eines Neutronensterns, in einen sozusagen möglichst komprimierten Vortrag. Insofern ganz herzlichen Dank dir, Enes, ebenso wie unseren beiden anderen Referentinnen, Sonja und Stefan Gabriel, Sonja Oetting und Stefan Gabriel, dass sie das in dieser sehr komprimierten Form
gemacht hat. Ich habe tatsächlich, ich würde gerne noch eine Frage sozusagen pass pro toto stellen und es damit dann auch beschließen, weil ich weiß, wir sind ganz bisschen über der Zeit, aber das gibt, glaube ich, auch die Komplexität des Themas her. Und du hattest in dem einen Teilprojekt ja deutlich gemacht, es ist nicht so, dass per se die neue Technologie besser ist, als wenn man sich jetzt so ein Schulungsvideo anguckt. Kann ich das so verstehen? Kann man das so sagen, wenn man das jetzt so alltagssprachlich ausdrückt? Es geht immer darum, tatsächlich auch die Möglichkeiten der technologischen Optionen so auszuschöpfen, dass ein Mehrwert entsteht. Und der stellt sich nicht einfach dadurch ein, dass man jetzt eine neue Technologie einführt. Ja, definitiv, definitiv. Also es geht natürlich darum, die Technologie gezielt und geschickt zu nutzen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht auch, sollte rübergekommen sein im Vortrag, ist die Akzeptanz durch die Endnutzer. Mhm. Und die Akzeptanz, wenn jetzt kein zusätzlicher Mehrwert direkt sichtbar ist, ist nicht immer sofort automatisch gegeben. Also wir hatten das jetzt beobachtet in der einen Evaluation, wo die Lernvideos auf dem Tablet eben die gleiche Wirkung erzielt haben wie auf der HoloLens. Das war jetzt kein direkter Mehrwert. Und im Grunde, um jetzt die AR-basierte Lösung weiter zu verbessern, zu stärken, müsste man jetzt noch stärker schauen, wie kann man das AR-Assistenzsystem weiter verbessern, indem man eben Object Recognition nutzt oder vielleicht noch gezieltere Hinweise auf der HoloLens eben zeigt, dass der Nutzer das besser annimmt und akzeptiert als einfach nur das Tablet.